Geh dann im Prinzip hier einmal unter durch. So. Und dann sind wir quasi schon da. Mal noch ein bisschen weiter, weil ich es kann. Dann kommt hier die erste verarbeitende Maschine hin. Der könnte sich rein theoretisch auch noch Kupfer wegsnacken. Machen wir aber nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Also, nee, Kupfer machen wir nachher extra. Ich werde das Ding jetzt hier hinsetzen. Und du wirst mir, wo sind sie denn? Da, Zahnräder bauen. Genau. Kommt hier wieder so ein Dingens ran. Der einfach nur Eisen da reinschmeißt und dann ist es gut. Dann brauchen wir noch Strom. Hier. Hast du. Dann hier wieder derselbe Trick. Wir gehen nicht nach rechts, sondern nach links rum. Ach nee, das ist dumm. Wir brauchen noch was zum Rausholen. Gehen von hier nach unten. Und gehen dann mit diesen Zahnrädern in die nächste Produktion. Ungefähr so. Und dann brauchen wir hier noch so einen, ja genau, der Rausholer. Hat auch keinen Strom. Warte kurz. Stellen wir mal hier hin. Sollte passen. Da soll es ja nicht stören. Okay. Ja, jetzt wird es echt tricky. Also Zahnräder haben wir. Jetzt könnten wir rein theoretisch die Dinger bauen, wenn wir denn noch Eisenplatten irgendwo ranbekommen würden. Oh Gott. Mal wieder ein Angriff. Interessant. Oh, da kommen aber echt ganz schön viele teilweise. Naja, egal. Wir müssten hier unten auch noch Eisenplatten hinbekommen. Genau, das müssten wir machen. Aber hier kommt jetzt auf jeden Fall erstmal das nächste Produktionsgebäude hin. Und du machst mir nämlich die Fließbänder. Dafür brauchst du Eisen und Zahnräder. Zahnräder hast du hier. Oh. Zahnrad, Zahnrad. Genau, der arbeitet schon. Läuft. Als nächstes müssen wir gucken, dass wir hier ein bisschen was aufteilen. Nämlich in diese Richtung. Der ist genau außerhalb von dem Bereich. Ich werde bekloppt hier. So. Wir müssten die ganze Eisenstraße jetzt hier noch einmal längs ziehen, ne? Ja. Warte mal. Das ist falsch. Das auch. Ich brauche einen langen Greifarm. Und das Gebäude hier, das kommt hier hin. Da war's, genau. So, brauchen wir mal neuen Strom, passt schon. Ich mach das mal. Ne, hier ist blöd. Mach das mal dahin. Wir wollen jetzt Fließbänder bauen, genau. Jetzt brauchen wir Fließbänder, oh, ja. Des Weiteren brauchen wir hier den langen Greifarm, der von hier. Genau, der von da die Zahnräder reinholt. Mehr kommt der sowieso nicht raus. Das funktioniert also schon mal. Uiuiui, Alter, jetzt wird's aber echt, ne? Muss hier nochmal. Nee, muss ich gar nicht. Passt. Da müssten wir schon rein. Genau. Ja, das geht. Okay, das ist schon mal ein Erfolgserlebnis. Wir müssten hier jetzt nochmal eben das Ding so anschließen. Dann kommt nämlich hier noch ein intelligenter Greifarm hin, der dann für die Eisenplatten zuständig ist. Genau, und schon macht die Kiste ihre Fließbänder. Sehr gut. Die Fließbänder kommen jetzt wieder unten raus. Mit dem Kollegen hier. Gott, ich habe, glaube ich, gar nicht genug Platz hier, ne? Das ist echt krank. So. Arbeitet auch. Ich brauche mal schnell einen Schluck Kaffee. Moment. So. Schon viel besser. Die Fließbänder brauchen wir jetzt im Prinzip für die Endproduktion. Das heißt, wir machen hier wieder dasselbe Spiel. Wir gehen in diese Richtung.
Und warte mal, wo biegen wir unten ab? Ja, ist genau richtig. Cool. Gehen dann hier gleich wieder rum. Jetzt müssen wir uns noch um eine andere Geschichte kümmern. Wir hatten ja noch die Greifarme. Die müssen auch noch irgendwo hin. Da brauchen wir Zahnräder, Eisenplatten und die Schaltkreise. Alter. Das heißt, wir müssen auch erstmal noch Schaltkreise bauen. Oh Mann. Eisenplatten und Kupferkabel. Für Kupferkabel brauchen wir dann wieder Kupfer. Wo sind denn die Kabel? Hä? Ach, hier sind die mit drin. Okay. Ja. Das heißt Kupfer. Kupfer müssten wir uns irgendwo abzwacken. Und da das hier das Endprodukt ist, muss der hier gar nicht längs gehen. Also wie gesagt, Kupfer müssen wir hier eventuell ein bisschen wegsnacken. Ich weiß, da kommt nicht so viel an. Aber das sollte eigentlich hinhauen. Ja, er wird sich jetzt alles hier wegholen, das ist eine ganz klare Geschichte. Ich glaube, wir haben nicht genug Platz, ne? Und guten Abend, Tim. Willkommen zum Stream. Ja, zur Not müssen wir noch nach unten erweitern. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Ich glaube, das wird eng. Also wie gesagt, erstmal jetzt die Schaltkreise. Kann ich eigentlich auch? Nur mal jetzt rein Interesse halber. Wenn ich jetzt sag, ich baue da das Gebäude hin, können wir das untertunneln? Ja. Ist aber ungünstig. Ja, ist wirklich ungünstig. Oh shit, wie machen wir denn das? Also wie gesagt, wir müssten eigentlich... Ich habe eine Idee. Wir holen hier ein bisschen weiter aus, dann haben wir das Problem nämlich nicht. Wenn wir jetzt hier sagen, wir tunneln in diese Richtung, dann sind wir mit dem ersten Endprodukt erstmal fein raus, weil wir damit niemand mehr in die Quere kommen. So, jetzt können wir hier ganz entspannt das Kupfer ranholen. Genau, das machen wir auch. Ne, das ist schon zu weit. Wir müssen hier rum. Dann kommt hier ein Greifarm ran. Der sagt, ich möchte Kupferplatten haben. Und du möchtest Kupferkabel herstellen. Genau. Dann passt das auch zusammen. Achso, da. Ich habe immer das Gefühl, dass die Strommastgeschichten immer woanders sind, aber naja, Wayne. Passt schon. So, jetzt haben wir Kabel. Als nächstes kommen ja die Schaltkreise. Die brauchen wieder Eisenplatten. Das heißt folgendes. Ich brauche hier nochmal eine Brücke. Oder einen Tunnel, besser gesagt. Und hier brauchen wir nochmal einen Greifarm, der keinen Strom hat. Hä? Ach, ich finde die Dinger nie. So. Ach so, wir müssen natürlich noch eben sagen, hier pass auf, hier ist dein Endprodukt, das kommt da raus. Und ihr seht schon, was ich meine. Ja, wir haben hier nicht genug Platz. Was ich von Steam halte, Steam finde ich richtig geil. So, hier müssen wir dann auch wieder in diese Richtung gehen. Noch einen weiter und dann nach unten, genau. Und hier wieder rum. Warum wir hier überall diese Schleifen reinbauen, werdet ihr später sehen. Denn wir werden es brauchen. Oh, guck mal. Alter, wie viele da kommen. Gut, dass wir die Ecke hier noch verstärkt haben. Achso, Strom. Dumm. Die dumm. So. So, der macht seine Kupferkabel. Als nächstes brauchen wir wieder Eisenplatten. Genau, das hatte ich ja gesagt, gedacht. Das heißt, wir brauchen hier wieder so ein lustiges Gebäude. Und jetzt stoßen wir langsam an diverse Grenzen. Ich brauche wieder einen langen Greifarm. Zack. Der das Zeug von da oben beschafft.
Genau. So. Ach so, Strom. Natürlich. Fließbänder können wir auch nochmal ein paar bauen, weil wird langsam mager. Und mit dem Eisengedönse gehen wir hier einfach mal rum. Machen wir auch erstmal bis hier. Gut, dann brauchen wir noch so einen intelligenten Typen. Der jetzt ausnahmsweise mal dahin kommt, weil auf der anderen Seite kein Platz ist. Du filterst mir da die Eisenplatten raus. So, der Kollege macht jetzt schon mal die Circuits, also die Schaltkreise. Der nächste Schritt ist jetzt folgender. Wir schießen die Viecher ab. Danach müssen wir die Wand hier einreißen. Weil wir hier keinen Platz mehr haben. Wir brauchen jetzt halt noch eine Maschine, die uns die Greifarme herstellt. Oder? Genau, die Greifarme. Zahnräder könnten wir eventuell von hier nehmen. Warte mal. Das hier ist ja ein Endprodukt-Dingens. Wenn wir... Wie kriegen wir das am besten hin? Windows 10 Mobile. Nee, habe ich nicht. Wir brauchen doch jetzt die Greifarme, ne? Ja, gut. Wird nichts. Es nützt nichts. Wir müssen hier unten erweitern. Da kommen wir nicht dran vorbei. Ich werde nochmal eben schnell ein paar Geschütztürme bauen, nämlich an der Zahl 5. Vielleicht können wir noch ein bisschen Quatsch forschen. Ich weiß es nicht. Ich könnte Stein ablegen, genau, das kann ich auch machen. So, den obligatorischen 100er behalten wir mal wieder. Und so langsam ist das Eisenlager anscheinend voll. Und Stein kommt momentan gar nicht mehr so viel ran, weil diese kleinen Vorkommen, die ich wahrscheinlich da abgefarmt hatte, sind wahrscheinlich leer. Würde ich mal behaupten. Ja, aber ich denke, diese Forschungsinsel hier, die können wir hier drinnen lassen. Weil hier müssen wir nichts weiter tun. Das sind ja nur diese beiden hier, die können wir modular bis hierhin erweitern, das sollte reichen. Und ich möchte das halt auch hier genauso modular halten, dass wir bis hier hinten hin Platz haben, falls wir mehr brauchen. Ja. Und deswegen gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich nach unten. Problem ist nur, wir sind da unten nicht alleine. Aber okay. Haben wir noch irgendwas Billiges hier vielleicht? 50 davon. Verringert Energieverbrauch. Ja, nee. Gibt es vielleicht irgendwas, wofür wir nur 25 mal grün bräuchten? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, hier 20 nehmen wir. Ach Gott, der baut die ganzen Schaltkreise gerade. Oh mein Gott. Oh, Long Johnson. Ich sehe gerade, wir haben noch Upgrade-Geschichten. Die sind ja von diesen Gebäuden hier, also kommen die da auch wieder rein. So. Ob ich die Tastaturbeleuchtung anhabe? Ich habe die immer an, ja. Komische Fragen heute. So. Haben wir schon Geschütztürme fertig? Nee. Ach so, der baut die jetzt erst. Die Schaltkreise hat er durch. Okay. Alles klar. Wir müssten im Prinzip ab hier, ich fange schon mal an die Mauer einzureißen, ab hier müssten wir nämlich weitergehen. Oha. No risk, no fun, sage ich nur. Der Wald da unten muss auch weg. Oh, da längs kommen sie gerade wieder.
Farbe rot. So. Jetzt können wir am besten von hier mal an. Ne, warte mal, wir müssen erst den Wald wegholzen. Sonst haben wir nicht genug Platz. Ich habe so das Gefühl, dass wir gleich bei den Aliens vor der Haustür stehen. Ist aber nicht so schlimm, weil dann stelle ich mir einfach einen Laserturm vor die Hütte. Laserturm. Und dann kann er sich damit erstmal beglücken. Da ist so ein Viech. Ja, viel weiter sollten wir eventuell nicht gehen. Ah, na toll. Wie es immer hin und her wurbeln muss. So, bis da. Strom ist erstmal die Maßnahme hier. Oh, oh, wir machen hier Sachen. Nein. So, alle guten Dinge sind drei. Okay, das passt. Dann gehen wir hier längs. Füllen das ganze Ding wieder lückenlos auf. Erstmal bis da. So. Und P plus fragt gerade Saturn oder Medienmarkt. Keins von beiden. Ich bestelle immer bei Alternate. Oh, Generalprobe für die neuen Türme. Aber läuft wohl. Hä? So. Gut, die mal weg. Dann können wir hier oben die Türme eben wegnehmen. Inklusive der Stromkabel. Zumindest vorerst. So. Gut, das lassen wir erstmal. Ich tendiere auch dazu, das erstmal nicht zuzubauen, weil ich nicht weiß, ob wir jetzt mit dem Platz hinkommen. Ja, dann müssen wir erstmal schauen, was wir eventuell machen sollten. Wäre hier noch ein bisschen was weg und dann... Oh Gott. Vielleicht so weit hier. Danke. So. Passt nicht, egal, gehen wir unten in die Ecke. Muss ja nicht überall symmetrisch sein, mein Gott. So. Da kommen schon wieder die ersten Viecher, macht aber nichts, denn wir sind jetzt erstmal wieder sicher. Ich mach das mal eben so. Ach Gott, und jetzt können wir auch nochmal eben hier so ein paar Lampen verteilen. Das ist nämlich noch recht dunkel, das Ganze hier. So, sehr viel besser. Hier können wir auch noch eine hinstellen. Ja, nice. Viel besser. Gut, dann, wo war ich stehen geblieben? Für die brauchen wir Strom. Ich bin voll dumm. Warum habe ich denn das gemacht? Ich habe erstmal die Geschütztürme ausgesperrt. Ja gut, da sagen wir jetzt mal gar nichts zu. Oh Mann. Naja, wir sind schon 4,5 Stunden dabei. Da kann das mal passieren. So. Jetzt können wir hier das ganze Ding eigentlich mal eben so bis nach hier ziehen. Genau, dann kann das weg und dann habe ich erstmal freie Sicht auf diese ganzen Produktionsgeschichten. Das ist doch super. Der bleibt da. Ich glaube, der fühlt sich langsam richtig angepisst, weil ich ihm immer mehr auf die Pelle rücke. Oh, oh. Ja, die machen das schon. So, also Schaltkreise haben wir fertig. Da kommt jetzt erstmal wieder, wie eben schon gehabt, die Schleife rein. Zack. So.